In Hoyerswerda soll zukünftig sogenanntes Carsharing möglich sein. Das geht aus der Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung am Dienstag hervor. Mit dem Mietangebot für Elektro-Pkw soll der öffentliche Personennahverkehr ergänzt werden. Zudem sind weitere Mobilitätsstationen geplant, wie sie bereits am Bahnhof und am Lausitzer Platz zu finden sind. Das Vorhaben ist Teil eines Förderprogramms, welches dazu dienen soll, die vorhandenen Verkehrssysteme zu vernetzen und den Rad- und Busverkehr sowie die Elektromobilität zu stärken. Darüber hinaus stehen auch Beschlüsse zu einem von der AfD beantragten Zweitgutachten zum Handelskonzept sowie zum Bürgerhaushalt der Zusestadt auf dem Tagungsprogramm. Die Stadtratssitzung wird am Dienstag ab 17 Uhr live auf der Internetseite hoyerswerda.de übertragen und ist später auf dem städtischen YouTube-Kanal jederzeit abrufbar.